Und hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Guide von Cube World Alpha. Stellen wir uns doch einmal folgende Ausgangssituation vor. Wir starten das Game, wir haben uns einen Charakter erstellt, wir haben uns eine Welt erstellt. So, nun sind wir natürlich völlig außen vor. Das Spiel beginnt und wir sind Level 1 und können absolut gar nichts. Was tun? Darum geht es in der heutigen Aufnahme, und zwar Anfängerguide. Wir zoomen erst einmal in die Map rein. Das Allerwichtigste, wir starten neben einer Stadt. Man könnte jetzt natürlich direkt in die Stadt gehen, denn in der Stadt gibt es Ausrüstung und vieles mehr, mit dem wir uns versorgen könnten. Allerdings ist das nicht so die gute Idee, wenn wir das gleich machen. Und zwar ist es wichtig, dass wir uns, sagen wir mal, so mache ich das immer, wir können ja hier, es gibt gewisse Pflanzen auf der Map, die man fangen kann. Man kann hier so einen Busch zum Beispiel kann man zerstören und kann das mit E alles aufsammeln. Hier sieht man übrigens nochmal die Attacken, die normale Attacke und dann die Attacke, die sich aufgeladen hat. Ich zeig das mal an der Katze. Und was ganz wichtig ist, wir müssen jetzt erst einmal leveln. So, mal gucken, ob wir die Katze... So, jetzt seht ihr das hier. Ich greife die ganze Zeit mit dem an und da füllt sich unten der MP-Balken auf. Und dann mache ich einen Rechtsschlag und auf die Katze drauf. Und die Katze ist sogar vergiftet. So. Und jetzt müssen wir uns erstmal leveln. Wir sehen da oben, wir brauchen 50 XP fürs erste Level. Und genau das wollen wir auch erreichen. Wir wollen Level 1 erreichen, bevor wir in die Stadt gehen. Denn es stimmt so, man könnte sich jetzt leveln. Oh, die sind rot. Die kann man zu den Monstern. Erkläre ich später nochmal was. Die roten sollte man erstmal nicht angreifen. Zu den Monstern erkläre ich aber später nochmal was. Monster und Haustiere und alles mögliche. Das erkläre ich alles noch. Hier zum Beispiel diese Pilze und so kann man einfach so aufsammeln. Das ist ganz normal. Ich glaube, die Sky wird ein bisschen länger werden hier. Und da hinten sind auch rote. Hier haben wir zum Beispiel eine Cotton Blend. Baumwollpflanze. Obwohl ich eigentlich dachte, dass Baumwolle auf Büschen wächst, aber okay. Also. Auf Bäumen eigentlich. Also Büsche ist ein bisschen seltsam. Und wir machen sozusagen einen kleinen Umweg in die Stadt und sorgen dafür, dass wir erstmal ein bisschen was ins Inventar bekommen. Weil, bevor wir in die Stadt reinlaufen, brauchen wir natürlich auch erstens ein gewisses Level, um einfach uns gut ausrüsten zu können. Das erste Ausrüsten ist ganz wichtig am Anfang, damit man überhaupt eine Chance hat. Ihr seht, wir sind nicht unbedingt die Stärksten gegen allgemein solche Tiere wie Pferde oder sowas. Wir haben nur einen gewissen Anfangsvorrat an Tränken, diese 5 Stück hier, die man mit Q aktivieren kann, wenn wir zu wenig Hitpoints haben. Was ich jetzt mal tun werde. Nein, ganz dumme Idee. Oh, weg hier. Die machen uns Platz, deswegen renne ich jetzt gerade mal weg, die sind zu stark für uns. Und da sieht man, wir kommen schon in die Stadt, wir sind schon zu nah an der Stadt dran, oh mein Gott. Nein, ich wollte eigentlich Level 1 erst erreichen. Oh, ich lasse mich mal töten von denen, komm. So, dann stirbt man und kann sich mit R wird man an diesen Statuen hier gespawnt, die natürlich jetzt direkt in der Stadt ist. So, jetzt zwischen mit E hier einfach mal die Dorfbewohner geklauen. Wir brauchen nämlich, bevor wir in die Stadt kommen. Also, das kann man, könnt ihr euch so als Anfangs-Tutorial nehmen. Bevor ihr in die Stadt kommt, solltet ihr Level 1 oder 2 erreicht haben. Am besten ist noch 2, wenn ihr vorher einfach ein bisschen levelt, so wie ihr seid. Wenn ihr... Ihr solltet auf jeden Fall, je nachdem was ihr braucht, für jede Klasse braucht ihr andere Rohstoffe. Für diese Klasse nehme ich stark an, wird man Eisen brauchen. Ich habe die Klasse ehrlich gesagt noch nie gespielt. Dann renne ich mal ganz kurz in die Richtung dann nochmal. Entschuldigung. Und ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Geld. So eine Ananas hier und so einen Kürbis geben 2 Gold. Es reicht eigentlich, wenn ihr dann später in die Stadt kommt und einfach mal das Feld... Ihr könnt 50 Stück von jedem sammeln. Es reicht eigentlich, wenn ihr dann einfach mal beides komplett aufsammelt. Hier kämpfen gerade Leute. Wo? Schade. Da solltet ihr übrigens auch aufpassen. Es gibt freundliche und es gibt bösartige Menschen. Also Kreaturen, Menschen, Orks und sowas in der Welt. Die freundlichen helfen euch sogar, wenn ihr in denen ihrer Nähe kämpft. Die feindlichen greifen euch an. So, jetzt tun wir mal mit F. Hier zum Beispiel kann man jetzt Schimmermaschinen sammeln. Oh, immer. Achso, jetzt. Falsche Taste gedrückt. Und hier haben wir unsere erste Eisenader. Das findet man halt in Höhlen. Eisen, Diamant und so ein ganzes Zeug. Alle möglichen Rohstoffe findet man in Höhlen drin. Leider gibt es hier auch Monster, wie zum Beispiel Fledermäuse. Zu 90% sind es immer Fledermäuse. Können aber auch mal andere Viecher sein. So, dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen gegen die Fledermäuse kämpfen. Was ja ganz gut ist. Wir wollen ja eh leveln.
Und da haben wir eine Rolle gefunden, die wir auch später benutzen können. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch so alles ist. Ich hätte gerne noch ein bisschen Eisen. Bin mir aber nicht sicher, ob wir das jetzt bekommen. Das ist jetzt fast schon eine kleine Let's Play-Folge, dann könnte man sagen. Aber wenn man so einen Anfänger-Story machen will, muss man natürlich auch auf alles eingehen. Das bringt ja nichts, wenn man nur die Hälfte erklärt. So, du stoppst mal schnell. Immer darauf achten, dass man, wenn seine starke Attacke aufgeladen ist, die benutzt. Das ist vor allen Dingen in größeren, stärkeren Kämpfen am Ende recht wichtig. Wenn man gegen Monster kämpft, gegen die man sonst verlieren würde. So, was haben wir da? Haben wir noch eine Fledermaus. So, hat die gerade, was hat die gerade ein seltsames Geräusch gemacht? So, jetzt haben wir schon 12 XP und hier scheint eine recht gute Höhle zu sein. Oder, ja, das scheint eine gute Höhle zu sein. Immer aufpassen, die Adern können 1 bis 3 Dinge gleichzeitig droppen. Allgemein kann nichts in Cube World mehr als 3 Dinge gleichzeitig droppen. Das ist so eine Regel, die festgelegt ist, finde ich ganz cool. So kann man nicht an Überfluss sterben und man kriegt auf jeden Fall irgendwas. So, was haben wir hier noch so? Ich möchte gern weiter leveln. Da haben wir zum Beispiel einen freundlichen. Der würde uns helfen, wenn wir jetzt irgendwas angreifen würden in der Nähe und es zu ihm schleifen würden. Ich probiere es gerade mal, ob ich irgendwas finde. Um euch das zu demonstrieren, aber hier läuft gerade nichts rum, was man eventuell angreifen könnte. Ich werde es einfach so machen, ich werde mich jetzt einfach mal kurz leveln und wir sehen uns gleich wieder. Gell, bis gleich. Kurzer Zwischenbericht hier. Und zwar kann. Das möchte ich gleich nochmal mit erklären. Ich dauere schon eine ganze Weile, bis ich hier gelevelt bin, deswegen. Das möchte ich mal ganz kurz erklären. Man findet ab und zu mal so Lagerfeuer in der Welt. Meistens ist es nur ein Lagerfeuer, manchmal findet man aber auch so eine Schlafmatte da drin. Und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt mal oben auf die Zeit schaut, die sich hier oben abspielt, hier, Zeittemperatur und Luftfeuchtigkeit, kann man die Zeit schneller rumbringen oder man kann seine Hitpoints auch aufheilen, das ist wohl eher der Ehre bringt. Hier am Lagerfeuer kann man sich zum Beispiel jetzt auch Dinge craften, hier zum Beispiel. Das braucht Lagerfeuer, um das zu craften. Oder hier hat man zum Beispiel diese Tränke, die man mit dem Lagerfeuer machen kann. Das wollte ich dir mal ganz kurz erklären. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Level 2 bin. Level 1. Doch, nee, Level 2. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und ihr seht, ich bin Level 2. Hab mich ein bisschen gelevelt. Und es hat natürlich, habe ich fast überhaupt niemanden getroffen, mit dem man leveln kann. Boah, schlimm. Also hat eine ganze Weile gedauert. Gut, dass ich es nicht aufgenommen habe. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Stadt. Und was genau jetzt in der Stadt vor sich geht, das erkläre ich euch im nächsten Guide, wenn es heißt Läden, Shops und Ausrüstungszusammenstellungen. Ah! Und was ich euch noch ganz kurz zeige, ist, jetzt bin ich an Level abgekommen. Moment, ich stelle mich mal ganz kurz in die Stadt. Dann zeige ich euch das und dann geht's gleich weiter. Wir sind in Kulon City im Trade District, also im Handelsbezirk. Wenn ich jetzt mal reinzoome, seht ihr, wir haben hier ganz viele verschiedene Läden. Und ich stelle mich einfach mal hier in die Stadt hinein. So, tada! Und beim nächsten Mal erkläre ich euch das dann, wie das alles gekauft wird, wie es weitergeht im Anfängerguide. Und jetzt nochmal ganz kurz hier. Sehen wir jetzt, wir haben die Skills, wir haben den Assassinen und wir haben den Ninja. Ach, siehst du doch. Der Rouge ist also eine Mischung aus Ninja und Assassine. Haha, wusste ich's. Hahaha. Und jetzt kann man hier zum Beispiel entweder ins Pet, in den Climbing oder in den Swimming investieren. Und man kriegt auch mit 5 Punkten dann den nächsten. Was ist das hier? Camouflage. Aha, okay. Und hier investiert jetzt mal 2 in den ersten Skill. Blub, lernen. Und wir haben den ersten Skill. Der ist... Ja, keine Ahnung. So, bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss.